Der Himmel meinte es gut mit Fulda. 15 Jahre nachdem Bonifatius in der Domstadt uraufgeführt wurde, fand am Donnerstagabend die spektakuläre Neuinszenierung statt. Und das vor einem echten Originalschauplatz, dem Grab des Apostels der Deutschen im Fulderer Dom. Die Vorstellung am Donnerstagabend komplett ausverkauft. Auch viele Prominente mischten sich unter die rund 4.500 Zuschauer, die gespannt auf die Aufführung warteten. Mir gefällt es bisher, das was ich bisher gesehen habe, gefällt gut. Da ist eine unglaubliche Leistung dahinter von den Darstellern, von dem Orchester auch, von den Sängerinnen und Sängern. Da habe ich einen ganz großen Respekt davor, auch wie versucht wird, der Dom als mit einzubeziehen in die Bühne. Das ist schon sehr bewegend auch. Ich bin tief beeindruckt, begeistert, gerührt. Es ist einfach wunderbar, das jetzt erleben zu dürfen. Natürlich sind die künstlerischen Leistungen vom Gesang und Tanz, vom Orchester, vom Chor wunderbar. Aber das zusammen mit dieser Atmosphäre hier vor dem Dom, am Ort der Klostergründung, am Grab des Bonifatius, bei diesem Wetter, einfach fantastisch. Und das sind so Sternstunden, die man erleben darf, auch als Oberbürgermeister. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Das ist das Ganze drumherum, das Ambiente, natürlich die Domfassade, das Arrangement, das Licht, das ist toll. Es ist eine sehr gelungene Geschichte, ich kann sie nur jedem empfehlen. Ich habe so gedacht, wenn so mancher, der da sitzt, auch auf die Texte gehört hat und da was mitnimmt für sich und sein Leben und seinen Alltag, war das eine Bombensache. Also für Fulda ist das ein Highlight. Dem Hauptdarsteller Reinhard Brussmann ist die Rolle des Bonifatius wie auf den Leib geschneidert. Aber auch Judith Jandl und Friedrich Rau glänzten in den Rollen der Alrun und des Sturmius. Ja, Herr Brussmann war ja schon 2004 unser Bonifatius und er ist uns so ans Herz gewachsen. Für mich ist er wirklich Bonifatius. Also wenn der mal irgendwann gelebt haben sollte, dann war er ja bestimmt genauso wie Reinhard Brussmann. Ich finde, dass diese Inszenierung den Menschen Bonifatius, so wie wir ihn uns aus den Chroniken erlesen können, noch besser dargestellt hat. Also einfach menschlicher. Er hat seine Höhen, seine Tiefen. Er zieht mit seinen Jungs durch die Gegend. Er trinkt auch mal einen Becher Wein. Er glüht im Zorn und ist sehr verständnisvoll mit seinem jungen Schüler. Also ich finde es, ja, für mich einfach eine wunderschöne, traumhaft schöne Rolle. Schade, dass es nur 8 Vorstellungen sind. Bonifatius ist nicht nur ein Musical, sondern ein gigantisches Gesamterlebnis. Licht, Ton, Effekte, aber auch das gastronomische Angebot rundeten das Event perfekt ab. Noch bis zum 28. August wird das Stück über das Leben des Winfried von Crediton zu sehen sein. Osthessen News. Sehen, was bewegt.